Ja, moin, liebe Brussen, es ist soweit. Das Derby steht am Sonntag an, also mein Puls ist schon auf 180. Ich bin extrem aufgeregt und es wird wieder Zeit, dass ein paar Borussen-Derby-Helden geboren werden. Am Sonntag zählt nur eins, der Derby-Sieg. Wenn man hier auf die Tabelle guckt, weiß man, das ist ein Do-or-Die-Spiel. Das kann einen richtigen Knackpunkt nach oben oder nach unten geben. Ja, wie gesagt, ich bin extrem aufgeregt. Das Bremen-Spiel muss jetzt abgehakt werden, das muss aus den Köpfen raus, es nützt alles nichts. Wir sind Borussia, wir verlieren auch manchmal und wir verlieren auch manchmal so. Das gehört einfach dazu. Das Leiden gehört dazu, deswegen sind wir Borussen-Fans und nicht Fans von irgendeiner Mannschaft aus dem Süden, die anfängt zu heulen, wenn sie mal ein Spiel verlieren und beim Uli heulend dann in die Arme läuft. Das sind wir nicht. Wir sind Borussia und wir holen uns am Samstag gemeinsam den Derby-Sieg. Heute meine Spielvorbereitung. Ja, es wird darauf ankommen, dass wir im Derby alles geben, alles raushauen, von der ersten Minute wach sind. Ja, und mein Geburtstag ist am Montag. Ich wünsche mir nichts mehr als einen Derby-Sieg. Wenn die 5000 Abonnenten dann noch dazukommen, sind glaube ich 70. Dann haben wir gemeinsam eigentlich alles geschafft. Das wünsche ich mir sehr. Also lasst gerne heute noch einen Daumen und ein Abo da. Und dann schaffen wir das gemeinsam. Bevor ich aber rein starte, habe ich wieder ein Paket bekommen und Ehre wie Ehre gebührt, wie immer bei mir im Format von deinsportsfreund.de. Richtig coole Seite für Sportklamotten, bevor der große Kommerz ausbricht in den Kommentaren. Ich kriege von denen kein Geld, ihr kriegt aber einen 10% Rabattcode. Ich habe nur das Paket bekommen, ich will es euch aber kurz zeigen. Gemeinsam mit Borussia haben die diese Socken rausgebracht, sehr, sehr cool. Erstmal vielen Dank dafür an deinsportsfreund.de. Und die Schuhe, die Borussia gemeinsam mit Puma rausgebracht hat. Sehr, sehr cool. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Ja, ich habe es in Schuhgröße 44. Das ist das, was ich von denen bekommen habe, damit ich zum Derby gut ausgestattet bin. Wie gesagt, ich habe dann gesagt, ja, dann tut für meine Viewer auch was. Und mit dem Code BUSHI10 kriegt ihr bei denen im Shop, die haben einen eigenen Borussia-Shop, 10% Rabatt. Hashtag BUSHI10, ich blende den jetzt auch ein. Kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Also die haben auch sehr reduzierte Artikel. Die haben nicht nur Gladbach-Artikel, auch Sportartikel. Ja, alles sehr, sehr reduziert. Hier diese Trainingsjacke fand ich eh immer geil. Und wenn ihr dann hier den Gutscheincode eingibt, Hashtag BUSHI10, dann kriegt ihr nochmal, ja, wie ihr seht, 10% Rabatt, richtig feine Sache von deinsportsfreund.de. Hat mich riesig gefreut über das Paket. Ja, Link ist unten in der Videobeschreibung, geht einfach drauf, wenn ihr noch was braucht. Und dann seid ihr bestens ausgerüstet. Wie gesagt, ich bin jetzt fürs Derby bereit. Und jetzt starten wir rein mit der Vorbereitung ins Derby. Ja, es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir von der ersten Minute wach sind. Aber erst kommen wir zu den Personalien. Die bekannten Personalien bzw. Ausfälle sind Neuhaus, Itakura und Wolf. Die werden bis zum Ende des Jahres ausfallen, das ist klar. Leider hat Benzebaini sich einen Infekt zugezogen. Da ist sehr, sehr fraglich. Sanchez ist nur in Teilbelastung aktuell. Das wird auch fraglich, ob er spielen kann. Da wird die PK morgen halt noch Aufschlüsse geben. Benzebaini wird wichtig sein. Ich hoffe, er kommt noch zurück, gerade im Derby. Ich glaube, der ist heiß dann, der Junge. Der wird nicht mehr so eine Leistung wie gegen Bremen abrufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und leider ist Farke wohl auch nicht dabei. Edmund Riemer wird den Job übernehmen. Da musste Edmund Riemer in seinem ersten Trainer, als Cheftrainer dann sozusagen, den Derby-Sieg holen. Es nützt alles nichts. Und ja, ich habe 4 Faktoren ausgearbeitet, wie wir zum Derby-Sieg kommen. Für mich ist ganz klar, Stevie Leiner wird eine tragende Rolle spielen müssen. Stevie Leiner muss für mich in die Startelf, gerade mit seiner Mentalität, mit seiner Derby-Erfahrung, hat auch schon im Derby ein Tor gemacht, mit seinem Willen, mit Jonas Hofmann auf rechts, muss Stevie Leiner einfach Jonas Hector und den Kainz ausschalten. Komplett, ich bin für Stevie Leiner, nix gegen Scaly, aber ich glaube, du brauchst in dem Derby einen top aufgelegten Stevie Leiner mit seinem Willen, mit seiner Einstellung. Und dann wird das eine Komponente sein, die wichtig sein wird, um den Derby-Sieg zu holen. Dann Alassane Player rückt für mich ganz klar wieder in die Startelf. Du wirst einen Player brauchen mit seiner Abschlussstärke, mit seinen Pässen, mit seiner Präsenz im Spiel. Stindl muss für mich auf die 10, ganz klar. Das haben wir gegen Bremen gesehen. Der kann die Schnittstellenpässe spielen auf Thuram. Und gerade zwischen Hübers ist da definitiv Platz. Und Thuram sollte definitiv auch Geschwindigkeitsvorteile haben. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und ganz wichtig sind auch wir, Fans. Ich bin selber im Stadion und der Park muss am Sonntag brennen. Da führt kein Weg dran vorbei, nicht nur in der Nordkurve. Alle müssen mitmachen.
Und dann bin ich überzeugt, wenn wir von der ersten Minute wach sind, das waren wir bis jetzt nur in einem Spiel für mich, das war gegen RB Leipzig, da waren wir von der ersten Minute wach. Das muss am Sonntag so sein, liebe Fohlen 11. Ja, wir können uns da auf nichts verlassen. Das muss von der ersten Minute klappen am Sonntag. Und kommen wir zu unserem Gegner. Beziehungsweise gucken wir erstmal auf die Tabelle. Warum sage ich Do-or-Die-Spiel? Guck, wenn man sich auf die Tabelle, wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn du das Derby verlierst, stehst du nach 9 Punkten mit 12, nach 9 Spielen mit 12 Punkten da. Der FC Geisböcke haben dann 16 Punkte. Ja, und dann bist du sehr, sehr hinten dran, ne? Deswegen Do or Die. Du spielst dann nächste Woche, glaube ich, in Wolfsburg. Das wird auch erfahrungsgemäß kein leichtes Auswärtsspiel. Und ja, und wenn du das Derby gewinnst, hast du wieder alle Möglichkeiten, dich in Wolfsburg oben festzusetzen. Wie genau wie gegen Bremen, ne? Wie vor dem Bremen-Spiel. Ja, und deswegen ist der Derby-Sieg am Sonntag extrem wichtig. Wie gesagt, es kann ein extremer Knackpunkt werden für die Saison. Wenn du es gewinnst oder verlierst, wenn du es gewinnst, geht es eher nach oben. Wenn du verlierst, musst du nach unten gucken. So ist es nun mal. Und zur Aufstellung. Also ich glaube, es wird entscheidend, dass du eine starke linke Seite hast. Hoffentlich mit Ben Sebaini und Player. Ich glaube, Schmitz ist nicht der Allerschnellste. Da kann einiges gehen über die Seite, wenn die gut aufgelegt ist. Für mich muss Stindl zwischen Kilian und Hübers die Pässe kriegen. Dann hat Thuram da Geschwindigkeitsvorteile und wichtig ist, dass Leiner keins wegbeißt. Also Leiner muss keins wegbeißen in jeder Minute des Spiels. Hofmann muss Hector unter Druck setzen und ja, und ich glaube auch wichtig wird sein, dass Friedrich Tigges deckt, gerade bei Ecken, das haben wir gegen Dortmund gesehen. Der ist extrem kopfballgefährlich. Und wenn das klappt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere spielerische Qualität überwiegen wird, wenn die Jungs wach sind. Und dann würden wir den Derby-Sieg holen. Köln spielt heute Abend noch gegen Partizan. Das wird in der Conference League. Das darf aber nicht als Ausrede gelten. Wer im Derby keine 90 Minuten laufen kann, der hat eh verloren. Und wir brauchen uns auch nicht darauf verlassen, dass die am Ende schwächeln. Das funktioniert nicht. Wir müssen von Anfang an unser Spiel machen. Und wenn wir denen unser Spiel aufdrücken, dann gewinnen wir. Kommen wir zur Aufstellung. Ja, im Tor ist klar, Sommer hat auch gegen Bremen nicht schlecht gehalten, definitiv nicht. Und für mich ist ganz klar, also Leiner muss für mich in die Startelf im Derby. Der hat einfach die Erfahrung, der strahlt was aus, seine Aggressivität, allein sein Einsatzwillen, ne? Der prescht mit nach vorne und ich glaube, Hofmann kennt das auch noch. Ist für mich ein eingespieltes Duo. Für mich muss so die rechte Seite aussehen. Friedrich und RW, die müssen definitiv ein besseres Spiel machen als gegen Bremen. Da müssen die Zweikämpfe angenommen werden, die Zweikämpfe gewonnen werden, von der ersten Minute an. Und im Endeffekt hast du auch keine Alternative zu den beiden, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Sind die beiden in der Innenverteidigung gesetzt. Und ich hoffe, dass links Ben Sebaini fit ist, ein fitter Ben Sebaini, gut aufgelegt. Da kommt Luca Netz einfach noch nicht dran, ist meine Meinung. Deswegen, und ich glaube, auch Ben Sebaini kann eine starke Mentalität, einen starken Kampfgeist gerade im Derby an den Tag legen. Und deswegen muss für mich Ben Sebaini spielen. Und davor ist für mich Player gesetzt. Player wird wichtig sein. Wir wollen alle diese Momente hier wieder erleben. Und deswegen muss Player muss rein mit seiner Abschlussstärke. Ich denke, das Schwierigste wird das zentrale Mittelfeld werden. Dazu komme ich gleich. Vorne drin haben wir einfach keine andere Option. Thuram. Wenn Thuram die Schnittstellenpässe von Stindl bekommt, wird er zu Chancen kommen, weil er Geschwindigkeitsvorteile für mich hat gegen die Innenverteidigung. Ja, hier Hübers und Kilian. Da muss einfach was gehen. Und jetzt wird es natürlich schwierig. Ich glaube, wir können nicht auf die Explosivität von Kone verzichten. Wenn der Junge einen guten Tag hat, sage ich es euch, kann der auch ein Derby entscheiden, definitiv. Deswegen glaube ich, dass Kone nach einer frischen Trainingswoche gesetzt ist. Und so leid es mir für Weigel tut, ich glaube, Weigel wird rausrotieren und Kramer auf der 6 spielen. Kramer kennt das Derby schon. Kramer ist eingespielt. Kramer ist eigentlich gut drauf, bis vor dem Bremen-Spiel gewesen. Deswegen ist das meine Elf, womit wir den Derby-Sieg holen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu Leiner und der Elf in die Kommentare. Ich glaube, wir werden den Sieg holen, wenn wir wach sind. Spielerisch sind wir überlegen. Und mein Derby-Tipp ist 2-0 für unsere Borussia. Ich war da schon mal optimistischer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mache mich jetzt nochmal groß. Ich war da schon mal optimistischer. Das Spiel letzte Woche hat einen doch schon sehr verunsichert, aber sowas passiert. Sowas passiert uns leider öfters. Wie gesagt, mein Tipp ist 2-0 für unsere Borussia.
Schreibt gerne mal eure Tipps unten in die Kommentare. Ja, und jetzt zählt am Sonntag nur eins. Wir müssen gemeinsam den Geißböcke weghauen. Ne? Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das Derby gewinnen. Ja, und dann sieht die Welt wieder anders aus. Ne? Die Geißböcke müssen weggehauen werden. Nützt alles nichts. Und jetzt, für alle, die noch neu dabei sind, der Discord, richtig coole Sache. Das ist ein richtiges Herzensprojekt von mir. Da tauschen sich mittlerweile 800 Borussen aus. Hier gibt es Tickets, Spieltage, Spieltagstalks, Pressekonferenz, Transfer-News, Bilder aus dem Stadion. Sehr, sehr geil. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und vielen Dank nochmal an deinsportsfreund.de für das Paket. Und jetzt wünsche ich allen ein überragendes Derby. Ich bin Sonntag im Stadion. Ihr könnt mich antreffen, einfach ansprechen, trinken wir ein Bierchen. Und dann holen wir gemeinsam den Derby-Sieg. Und jetzt macht's gut. Ciao.